Wenn man Glitch hört, dann denkt man vielleicht erstmal an elektronische oder digitale Bildmedien. Man denkt an Störungsmomente und genau das ist auch tatsächlich das Thema. Unser Vorschlag mit dieser Ausstellung ist, dass man schon in der Frühzeit der Fotografie, nämlich in der analogen Fotografie, beginnen sollte, die Geschichte zu erzählen. Wenn wir an Fotografien denken, dann denken wir an diese makellosen Durchblicke wie durch ein Fenster. Dementsprechend wurden dann Regelwerke aufgestellt, an die sich alle Fotografinnen und Fotografen zu halten hatten. Das haben einige aber eben nicht getan. Und diese sehr mutigen künstlerischen Positionen, die zeigen wir im ersten Saal der Ausstellung. Und wir zeigen das, was Fotografie auch sein kann, nämlich sie selbst letzten Endes. Die KünstlerInnen in dieser Ausstellung zeigen uns das Potenzial dieser Glitches, verschiedene Normvorstellungen zu brechen. Und darin sehen wir ganz viel Stärke und Potenzial. Alle KünstlerInnen in dieser Ausstellung spielen komplett mit unserer Wahrnehmung. Es wird Korn gegen Pixel ausgespielt, es wird Bild gegen Code ausgespielt. Es sind eigentlich dem Ganzen keine Grenzen gesetzt. Was hier gezeigt wird, ist, welche unglaublichen Bildwelten und Spektren Glitch bedeuten kann. Das ist eine bunte Pixelwelt bis hin zu analogen Bildern, die uns die Ausstellung hier eröffnet. Dieses Ausloten und Ausbalancieren von Destabilisierung und Rückgewinn von Kontrolle ist etwas, was essentiell ist in der Glitch-Art. Da geht es um das Austarieren, um diesen ganz, ganz schmalen Grat zwischen Kontrollgewinn und Kontrollverlust. Es ist jedes Mal, und das ist das Wichtige auch dabei, es ist immer handgemacht. Also es ist immer von KünstlerInnen gemacht, die dahinter stecken. Also alles, was wir hier sehen, ist entweder sehr bewusst provoziert worden oder auch gezielt programmiert worden. Ja, und es gibt auch interaktive Momente, die auch die BesucherInnen einladen mitzumachen, wo das etwas ganz Lustvolles ist, sich in Glitches hineinzuschmeißen und selber zum Glitch zu werden. Es gibt ein umfangreiches Programm zum Mitmachen, Mitdenken und Mitgestalten. Zudem gibt es in der Ausstellung selbst eine Kunstwanderkarte, die mit Hilfe von gestalterischen Aufgaben und Rätselaufgaben durch die Ausstellung führt und für Jung und Alt geeignet ist. Es gibt zwei Figuren, die Glitchy und Pixie heißen und auf ganz facettenreiche Weise ein doch sehr komplexes Thema einem jungen Publikum näher bringen. Was wir auch anbieten, sind verschiedene Workshops, wo wir eine ganzheitliche, umfangreiche Glitch-Erfahrung machen mit unserem eigenen Körper im Performativen. Und irgendwann ist dann ein Fehler kein Fehler mehr, sondern etwas Neues, etwas Eigenes. Und ich glaube, das sprengt vielleicht auch so ein bisschen unsere Erwartungen und auch unsere Vorstellungen von Normierungen. Mit ihren Werken rüttelten die KünstlerInnen damals wie heute an den Normen unserer Zeit und zeigen uns durch unterschiedlichste Methoden auf, dass gerade das Destabilisieren, Zerstören oder Stören von bildgebenden Technologien auch auf gesellschaftliche Konflikte verweisen können. Also ethnischer Hintergrund, Klasse, Religion. Es geht aber auch um sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität. Und es geht auch um die physischen und psychischen Auswirkungen von Kriegen beispielsweise oder Katastrophen wie in Tschernobyl.